Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game, da spiele ich wieder einmal Wukong im Jungle. Wird sich ja immer wieder gewünscht und ich spiele ihn ja auch sehr gerne. Von daher, heute mal wieder Wukong. Ja, des Weiteren in meinem Team Yorick auf der Toplane, Fizz auf der Midlane, Miss Fortune als ADC und Jhana Support. Gut, ich hoffe, die kommen gleich alle mal an den Start. Im Gegnerteam haben wir Riven auf der Toplane, Malphite im Jungle, habe ich letztens ja auch gespielt. Auch sehr erfolgreich, stehe ich mittlerweile 4-0. Ja, Diana auf der Midlane, Jhin als ADC und Sona Support. Also viele schöne Squishy-Ziele, die ich mir dann später mal nacheinander raussnacken kann. Und mal hoffen, dass das alles so gelingt. Ja, und ich starte mit der Machete des Jägers, dem nachfüllbaren Trank und dem Abwehrtote. Und jetzt sehen wir mal, wie es läuft. Das Warten, das Warten. So, 4 Sekunden noch. Smite ich auch mal direkt. Und gehe gleich weiter zum Red Buff. Lol. Das war schnell. Da wollten sie beiden aber auch unbedingt jetzt wissen, wa? Okay, er holt First Blood und gleich mal der DC. Ist natürlich nicht so schön. So, jetzt gehe ich mal in den Fluss gucken, ob die Krabbe da ist. Ne, erstmal Mitte ein bisschen gegenpushen. Ich hoffe, der kommt gleich wieder. Ruhe, keine Sekunde. Jupp, schön ist das auf jeden Fall nicht. Tja. Okay, den habe ich. Puh. So, sieht doch alles ganz gut aus. Jawohl. Schön, dass er wieder da ist. Und euch wird auffallen, ich spiele die erste Zeit ohne Boots. Wenn ich mir überhaupt welche hole. So. Können wir hier auch mal nach der Krabbe gucken? Da ist er. Ja,
Das ist natürlich schön. So, jetzt gehen wir mal Mitte gucken. Oh ne, Pink Ward. Böses Pink Ward. Gut. Gucken. Ne, die will aber glaube ich nicht, oder? Doch, sie will. Und da haben wir sie. Wieder sehr schön geklappt. So. Hauptsache nicht fliehen, Leute. Den Rest machen wir schon. So, und wieder zurück Base. Ich finde das immer alles sehr Mana-intensiv. Wer stellt mein Können in Frage? Da hat er recht, das ist natürlich ein sehr früher Tower. So, jetzt will ich aber vorher meinen Level 6. Oh, den hat er schon gemacht. Der Gangster. Machen wir halt erstmal die Krabbe. Oh, ein Pink. Das Gold überlassen wir hier. Jawohl. Gut Job vom Fisch. Jetzt gehen wir mal gucken, ob deren Red da ist. Nö, leider nicht. Da holen wir uns jetzt was. Blöde Falle. Ja, leider nicht ganz gekriegt. Toll, MF. Wieder nicht ganz gereicht. Damn it. So. Schnell zum Red. Ah, der Yorick, da macht die Riven da oben anscheinend richtig nass. Oh, Fischi. Killen kann ich so zwar nicht. Aber wir haben sie. So.
Oh, hier oben weiter. Der Schaden ist jetzt schon gut vorhanden. So, meine noch die Raptoren. Gegner haben sich alle zurückgezogen. Ist auch sehr schön jetzt. 6-2-Führung für unser Team schon. Top und Mitte dauerhaft überlegen. Von daher muss ich versuchen, Botlane zu campen. Ja, das sind die einzigen, die bei denen es nicht wirklich läuft. Obwohl man Mitte auch nicht überschätzen darf. Das ist recht ausgeglichen alles. Und der Djinn ist schön angeschlagen. Die geht deep worden. Nein! Was war das denn? War das übel. Okay, die haben den Herold gemacht. Achso, ist Yorick sein Geist. Wollte gerade sagen. Gucken wir, auf der Toplane haben sie ihn jetzt beschworen. Da steht der Ward. Ja, das wird noch ziemlich ausgeglichen. So schlecht sind die Gegner nicht. So, Djinn hat einen Pink gestellt. Ich kann quasi nur über die Lane gehen. Lol. Nein! Come on, come on. Jawohl. Muss ja wohl mal reichen. So. Komm, Fizz. Ah! Blöde Falle, blöde. Lol, was war das denn für ein MF-Ult? MF scheint wirklich nicht die beste zu sein. Ja, Malphite der einzige vom Gegnerteam, den ich natürlich nicht unbedingt fighten darf. Fizz 4-3. Auch nicht der tollste Farm. Der Yorick, der macht mir Hoffnung. Das sieht gut aus. Mitte geht's richtig scharf. So, da gehen sie diven. Jawohl. Hat auch geklappt. So, aber bei dem Versuch jetzt sterbe ich. Macht aber nichts. Den Tower kriegen wir. Ja, oh, der Yorick, der kloppt zu. Das war wie so ein Narsus in besten Zeiten. Aber die Botlane kriegt richtig Hauer.
über die MF. 0380 Farm. Schnell zum Red. Wer stellt mein Können in Frage? F. Ihr kriegt da leider richtig Hauer, aber mal sehen, ob wir da noch was gegen machen können. Wird natürlich interessant, sobald der Jin auf die anderen Lanes mitgeht. Versuche natürlich auf die Riven zu gehen. So. Den holen wir uns auch. Und auch den haben wir. Und den auch. Okay, da ich jetzt aber leider keinen Mana mehr habe, muss ich back. So, hier kommen die Minions, das reicht. Ist es ja auch noch vor mir. Lol, die MF. Oh, was macht er denn hier für böse Musik? Aber mit dem Jorik zusammen, da kann ich das komplette andere Team auseinandernehmen. Das ist schon geil. So. Oh oh. Ein Verbündeter wurde getötet. Im Late Game mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ohne ADC Damage, da geht da nicht viel. Das war jetzt allerdings auch nicht so schön von mir gespielt. Wir haben die Gegner einen Bergdrachen. Oh, jetzt muss die MF leider wieder dran glauben. Denke ich mal. Hat aber einen Tower geholt. Ich muss versuchen, über die ADCs oder die Squishies irgendwie richtig stark zu werden. Erstmal Krabbe machen. Oh, da ist gewartet.
Und ist der Jin. So, Team pusht schön rein. Können wir auch gleich diven. Oh, machen wir alleine. Leute, den Tower sollten wir schon mitnehmen. Okay, haben wir. Gucken, der Red ist leider nicht da. Riven ist immer noch auf der Top unterwegs. Ja, hat man eben sehr schön die Diana kurz gesehen. Oh Leute, das ist sehr gefährlich. Oh lol. Komm und raus. Knapikowski. So, und ich gehe erstmal auf Top Lane, da ist so viel schöner Farm. Na, lassen wir ihn. Bevor er anfängt rumzuschreien, obwohl es natürlich Blödsinn ist. Ist da unten alleine gegen den Rest der Welt. Das wird er auch nicht überleben. Ja, die MF. Naja, hat immer einen Kill jetzt. Ich habe gleich wieder meine Ult ab. Alleine kann ich... Ach, was soll's. Okay. Okay. Das war die Malphite-Ult jetzt. Die anderen beiden sind leider rausgekommen. War nicht schön. War gar nicht schön. Die Riven kann da alleine durchpushen. Ah, ich werde ja gleich... Ne, die zieht sich jetzt zurück. Alles gut. Dann bewege ich mich ganz schnell zu meinem Blue Buff. Oh, Fizz, was ist los, Mann? Er spielt sehr merkwürdig. Mal richtig gut, dann aber wieder sehr schlecht. Muss man also alles nicht so verstehen. MF jungelt lieber, anstatt den Botlane-Farm zu holen. Überlasse ich hier aber mal. Oh. Und den Drake machen.
So, haben wir. Ein Höllendrache, das ist natürlich sehr schön. Gerade für einen Wukong. Ja. Feine Sache. So, die sind alle da. Ich werde mich mal zum Jin begeben. Ah, wenn ich da nicht in so eine blöde Falle von ihm gelaufen wäre. Oh, ne, Mitte geht. Okay. Mal sehen, ob ich da rankomme. Jawohl. Wow. Das sah doch sehr gut aus, alles. Ich glaube, er mag mich nicht. Wer stellt mein Können in Frage? So, gehen wir noch ein bisschen weiter jungeln. Gleich ist der Red wieder ab. Den hole ich mir natürlich auch wieder. 5 Sekunden. Fiss. Er ist ein komischer Vogel. Dammit. Kam ich nicht hinterher. Das ist jetzt natürlich verdammt ärgerlich gewesen. Verdammte Sona. Ich denke, ich werde mir doch Boots holen jetzt. Mal sehen, ob es dafür gleich reicht. Am besten dann die Mercury Boots. Ja, stimmt. Gerade der Fizz, immer alleine. Deswegen auch so ausgeglichene Stats. Oh, 850 Gold brauchte ich noch. Oh, Krabbe machen. Ja, jetzt hat er wieder einen und jetzt stirbt er wieder, wa? Ja, doch, der Damage, der ist schon echt nice. So, da unten ist schon wieder der Djinn. Diesmal kaufe ich mehr. Und da habe ich ihn.
So, oh lol. Aber okay. Komm, Jorik, grüße dir. Gib dem Rami noch einen Assist. Oh, da greedet er auch rein. Aber den Tower kriegen wir dafür. So. Ich hole mir mal die Stiefel der Wendigkeit. Hier hat er gefailt. Das war natürlich nicht so schön. Nee, da gehe ich nicht rein. Zwar alles für gebraucht. Die Gegner haben den Drake gekriegt, aber wir pushen jetzt mal ordentlich die Mitte rein. Und mal gucken. 3 versus 3 so. Nee. Wow. Aus, Jorik. Ich kann ihm so nicht helfen. Jawohl, Fizz holt sich noch ein. Ne, ich gehe hoch zum Red. Fight mich Fokus, dann gehe ich auch ganz schön schnell runter. So. Aber ich gehe natürlich Full Damage. Und versuchen zu groupen. So, und ich versuche wieder von hinten reinzugehen. Okay. Ja, Nascha kann man dann auch noch machen, aber erstmal in Innet holen. Komm. Ah. Komm. Ah. Damn it.
Boah. Ha, bin ich tatsächlich in die Base reingeslidet. Aber insgesamt, der Inhib kaputt, der hier fällt jetzt auch noch, das sieht gut aus. Oder? Naja, gut. So stehen ist okay, aber... Jorik gestorben. Okay. Ja. Wären sie mal rausgegangen. So, ich farm hier noch ein bisschen. Ja, eigentlich müssen die Gegner Baron versuchen. Riven. Okay, die habe ich. Die können ja zum Glück nicht überall dürfen. So. Na gut, gehen wir erst mal raus. Ja, schade, sie kriegen es gedefft. Unsere MF, leider wieder tot. Muss ich natürlich zusehen, dass ich da runterkomme. Jetzt habe ich in der Eile sogar vergessen, mir einen Trank zu holen. Okay, ich hab'n. Aber ich komme nicht mehr raus. Das war jetzt natürlich nicht so dolle.
ist der Enab wieder da. Baron machen sie zum Glück nicht. Oder? Doch. Und ich habe noch 10 Sekunden, bis ich wieder da bin. Ich versuche so schnell wie möglich hinzukommen. Okay, wir haben den Baron. Und Yorick tot. Das ist natürlich Mist jetzt. Ah, nice. So. Da ist die Ann Baron auf jeden Fall erstmal wieder los. Ich gehe einmal Base. Okay. Gehen wir halt. Oh, Leute. Und da habe ich sie, oder? Ja. Come on, come on, come on. Puh. Oh Mann, da oben ist noch die Riven. Dschungel. Nein, ich brauche eigentlich gar nicht mehr weggehen. Puh. Harte Sache hier, das Game. Aber ich bin es ja in letzter Zeit nicht mehr anders gewöhnt. Red Buff ist bald wieder ab. Oh nein, Fizz. Tja, das könnte es jetzt gewesen sein. Ich hätte natürlich auch nicht mal reingehen dürfen. Aber jetzt eine nette MF-Ult. Oh, MF raus da. Nein, der Wirbel kam zu spät. Oh, war ja noch 3 Gegner am Leben. Ah,
jetzt bin ich auch wieder da. So. Haben wir zwei geholt. Baron braucht leider noch eine ganze Zeit, aber Gegner müssen deffen. So. Wollen wir mal Go machen? Im Moment sind wir ja in der Überzahl. Jawohl. Puh. Aber hier müssen wir ja wirklich alles geben, um das zu gewinnen, ey. Jawohl, und die MF macht Schaden. Ich werd verrückt, dass ich das noch erleben darf. Na gut, lassen wir die da alle hinterher rennen. So. Und den Tower auch noch holen. Dann haben wir das Ding gleich gewonnen. Jawohl! Boah, krasses Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, hier Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.